Hallo ihr Beauties! So, heute zurück zum Thema Gesundheit. Und zwar haben wir gestern viel von der Gesundheitspflege für die Haut von außen gesprochen, aber es ist genauso wichtig, es auch von innen zu pflegen. Und da ist das Thema auch natürlich auch innere Reinigung sehr, sehr wichtig, damit die Vitalstoffe, wenn wir viel gerade im Sommer Obst, Gemüse essen, damit es einfach auch wirklich diese Wirkung hat oder auch supplementieren, wenn ihr schon bereits supplementiert, damit es auch genau da ankommt, wo es hinkommen soll, ist es wichtig, dass unsere Darmgesundheit, weil 80% der Grundimmunisierung besteht im Darm und es ist so, so wichtig, darauf Wert zu legen. Bei mir war lange Zeit habe ich einfach umgeschaut nach Produkten, was so für Innere, weil ich habe auch mit Darmproblemchen gehabt. Soll es aber heute nicht das Thema sein, aber ich habe eben lange gesucht nach einer guten Alternative, wo nicht wiederum irgendwelche Farbstoffe drin sind oder irgendwelcher Mist, wo wieder ja nicht hingehört. Und habe leider nicht so Gutes entdeckt, außer Leinsamen, aber das war auf Dauer dann einfach nicht mehr. Ach, ich konnte es nicht mehr irgendwo mal sehen, ständig die Leinsamen zu nehmen, zu trinken mit dem Tee, damit sie schön aufquellen. Aber es ist auch eine gute Möglichkeit, sich zu reinigen von innen, auf natürliche Weise. Aber heute möchte ich euch die Alternative von Ringana zeigen. Und zwar, ich habe das mir gerade angerührt, das ist für morgen perfekt, in den Morgen zu starten, weil der Darm fängt an zu arbeiten, wird angekurbelt und da ist unser Darm für Darmgesundheit, für Darm auch Entschlackung, unser Pack C. Ich habe das hier gerade vorbereitet, so sieht es aus. Da sind einzelne Sachets drinnen, wenn man es aufmacht, Beipackzettel immer dabei. Und die Sachets, die rührt man mit Wasser an. So wie ich das jetzt gemacht habe, mit einem frischen, gefilterten Wasser im besten Falle. Und was macht es in eurem Körper? War es Darmshake, ihr müsst es euch vorstellen, da sind ganz viele Enzyme, ganz viele Mineralien drin, Wirkstoffe und auch Flohsamenschalen, Buchweizenkeime, alles was so sich verdickt und auch entführt. Aber auf natürliche Weise. Also nicht vorstellen, dass man dann irgendwie direkt aufs Klo rennt, sondern das ist wirklich auf eine angenehme und sehr sanfte Weise, aber sehr effektive Weise. Ein Monat reicht so ein Pack. Die Experten, die Heilpraktiker empfehlen bei uns, es mindestens einen Monat, zweimal im Jahr zu machen oder so eine Darmkur auch 3 Monate lang, damit es wirklich seine Effektivität gibt, auch in Dreierpackung vergünstigt, seine Effektivität gibt. Und ihr müsst es so euch vorstellen, wie ein Haus. Wenn ein Haus jahrelang seine Rohre nicht gereinigt worden sind, dann bleibt ganz viel stecken und so ist es bei Menschen auch. Der Darm ist so lang und oft auch immuntechnisch sind wir oft krank, weil es an Darm liegt. Und die Ärzte gehen nie zu dem Ursprung, sondern die behandeln die Symptome. Aber der Ursprung liegt oft im Darm, so dass wenn man die Darmgesundheit wirklich pflegt, dann kommen die Vitamine, die Supplements, die man einnimmt, auch 80% besser an. Das heißt, wenn ihr irgendwie was Gutes zu euch, Vitamin D plus K2, dann Magnesium, dann irgendwas anderes noch, Omega zum Beispiel nimmt, das nimmt es gar nicht so wahr richtig an, weil die Darmschlacke, die Schlacke, die ist so an den Darminnenwänden so feste und die muss erstmal sauber, der Darm muss sauber gemacht werden. Und so wie auch ein Rohr, der muss einfach komplett von oben bis nach unten komplett, alles was nicht die Miete zahlt, muss weg und es muss einfach raus. Und deshalb ist es so wichtig, dass man den Darm auch die Zeit gibt und mit ganz viel Flüssigkeit danach trinkt und es nimmt komplett ganze Schlacke, alles was dran haftet, weg. Man verliert sogar dabei auch Gewicht. Was mich total fasziniert hat, ich habe unbewusst, das war auch gar nicht die Absicht, ich wollte einfach Darmgesundheit pflegen,
Mikrobiom von innen pflegen. Und ich habe durch diese Darmkur sogar 2 Kilo verloren, was auch nicht schlimm ist, ist gut, aber auch dieser Stoffwechsel wird angekoppelt. Es befindet sich einfach auch ganz andere Energie, diese Weiblichkeit, auch natürlich für Männer, aber man fühlt sich besser gelaunt, man hat einfach ganz andere Ausstrahlung, auch Poren werden verfeinert. Das ganze Gesundheitssystem wird viel besser aufgestellt. Deshalb kann ich euch empfehlen, und heute Abend haben wir unsere Spezialisten, die über die Darmgesundheit viel, viel mehr noch erzählen werden. Seid unbedingt dabei, verpasst es nicht. Und ja, es kommen nachher noch Folien dazu.